Hallo, schön, dass du heute dabei bist bei meinem Pilates-Programm Body Toning für Anfänger. Wir kümmern uns heute um den ganzen Körper, um den Bauch und den Rücken, Schultern und Arme und natürlich Beine und Po. Es geht gleich los. Roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel auf deine Matte ab. Streck die Beine ganz lang. Mit dem Einatmen streckst du die Arme nach hinten aus und machst dich ganz lang. Mit dem Ausatmen greifst du an deine Knie, die Knie ziehst du zur Brust. Atme ein, streck dich wieder richtig lang, atme aus, mach dich wieder klein. Noch ein letztes Mal. Sehr gut. Dann stell nacheinander deine Füße auf die Matte ab und bring deine Arme nach oben. Atme jetzt tief durch die Nase ein und zieh deine Hände richtig schön zum Himmel hoch. Spür die Dehnung im Schultergürtel. Mit der Ausatmung lässt du deine Schultern wieder auf die Matte sinken. Noch einmal. Sehr schön, dann lass deine Hände noch oben und fang an, deine Handgelenke zu kreisen. Wir werden heute auch ein wenig im Vierfüßlerstand sein. Dann wechsle noch die Richtung, dreh in die andere Seite. Sehr schön. Und dann nimm mal den Handrücken von der einen Hand in die andere Hand und drück ein wenig dagegen, sodass du hier die Dehnung schön spürst. Und dann noch die andere Hand. Und dann greif nochmal die Finger ineinander und schieb die Handflächen richtig feste nach oben zur Decke. Spür die Dehnung. Und dann leg die Arme langsam wieder seitlich ab neben deinem Körper. Achte darauf, dass der Abstand zwischen Schulter und Ohr wieder groß ist. Krabbel mit den Fingerspitzen noch ein wenig nach unten. Und dann fangen wir an mit dem Bauch. Leg die Beine komplett auf der Matte ab. Ja. Zieh den Bauchnabel nochmal ganz fest nach innen Richtung Wirbelsäule. Atme tief durch die Nase ein. Mit der Ausatmung hebst du zunächst deine Arme nach oben. Die Handflächen zeigen zueinander und die Arme sind ganz lang gestreckt. Die Schultern bleiben trotzdem tief nach unten gezogen. Atme durch die Nase ein. Und mit der Ausatmung rollst du nun langsam Wirbel für Wirbel nach oben, so bis sich die Schulterblattspitzen von der Matte lösen. Und dann kommst du mit der Einatmung wieder zurück. Leg den Kopf nicht ganz ab. Komm nach oben mit der Ausatmung. Zurück mit der Einatmung. Sehr gut. Schau, dass der Abstand zwischen Kinn und Brustbein immer gleich bleibt. Ja, also du hast hier so eine Faust dazwischen. Stell dir vor, du hast da eine Orange, die du nicht verlieren willst, ja, die du richtig schön da fest drückst. Das entlastet deinen Nacken. Sehr gut. Und jetzt nimmst du beim Ausatmen dein Bein dazu, das heißt, du bringst ein Bein in die Tabletop-Position und dann legst du das Bein wieder ab, kommst zurück. Mit dem Ausatmen das andere Bein. Atme ein, komm zurück und leg das Bein wieder ab. Sehr schön. Ja, ganz langsam und kontrollierte Bewegungen. Wenn dir jetzt doch der Nacken ein bisschen anfängt zu ziepen, dann nimm einfach eine Hand und stützt den Kopf damit. Ja? Sehr gut. Der Ellenbogen bleibt weit geöffnet. Also zieh nicht nach vorne, sondern aus der Kraft der Bauchmuskulatur ohne Unterstützung. Und dann wechsle nochmal die Seite, dass auch der andere Arm gleich viel mitübt. Sehr schön. Und immer wieder lang machen. Noch das letzte Mal. Und dann roll dich wieder ab. Deine Hände bleiben jetzt im Nacken.
und die Ellenbogen sind wieder weit geöffnet. Die Schultern sind tief nach unten gezogen Richtung Hosentaschen. Und dann atmest du durch die Nase vorbereitend ein, ziehst den Bauchnabel ganz fest Richtung Wirbelsäule und mit der Ausatmung löst du jetzt Kopf, Nacken, Schultern von der Matte und ziehst gleichzeitig deine Füße an. Mit dem Ausatmen öffnest du die Knie und schiebst die Beine wieder weg. Also, wenn du zusammenkommst, lässt du die Knie zusammen. Dann öffnest du die Knie und schiebst deine Beine wieder weg. Sehr gut. Du kannst es langsam machen, also immer mit der Ausatmung die Bewegung. Halten, einatmen. Ausatmen, öffnen. Einatmen, halten. Und ausatmen, Knie öffnen und Beine wegschieben. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze auch schneller machen. Du atmest aus, ziehst die Knie an, atmest ein und schiebst die Beine mit geöffneten Knien wieder weg. Sehr gut. Ja, die Ellenbogen bleiben weit auseinander. Und du atmest tief durch die Nase ein und den Mund aus. Ein letztes Mal. Bauchnabel zieht nach innen. Gut. Und löse wieder. Sehr gut. Dann stütz dich ab und komm über die Seite nach oben in den Kniestand. Und jetzt nimmst du wieder die Hände hier in den Nacken. Ja, die Knie sind ganz leicht geöffnet, sodass du eine bessere Balance findest. Du atmest ein und öffnest hier richtig, schiebst dein Becken nach vorne. Und mit der Ausatmung ziehst du vorne die Ellenbogen zusammen und sinkst zur Seite mit dem Po neben die Fersen. Öffnest, kommst nach oben, atmest aus zur anderen Seite. Das ist jetzt die seitliche Bauchmuskulatur. Sehr gut. Öffnen und dann vorne die Ellenbogen zusammenziehen und neben den Fersen absetzen. Und immer schön das Becken, wenn du nach oben kommst, nach vorne bringen. Gut. Noch einmal jede Seite. Sehr gut. Dann drehe ich mich jetzt mal so rum, dass du mich besser siehst. Kannst du in den Fersensitz kommen. Und die Arme, die nimmst du jetzt seitlich geöffnet und hier ein rechter Winkel im Ellenbogengelenk. Und dann hast du eine leichte Vorbeuge mit dem Oberkörper. Achtest darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst und auch keinen Rundrücken machst, sondern wirklich deinen Rücken in der neutralen Position lässt. Dann atmest du wieder vorbereitend ein, ziehst den Bauchnabel nach innen und mit der Ausatmung streckst du die Arme aus. Mit der Einatmung ziehst du die Ellenbogen wieder nach hinten. Ja, du schaust etwa zur Vorderkante von der Matte, sodass die Halswirbelsäule auch in der Verlängerung ist. Wir üben jetzt hier für den oberen Rücken. Natürlich arbeitet der Bauch sowieso immer mit im Pilates. Ja, zieh den Bauchnabel fest nach innen. Sehr gut. Noch zweimal. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und lösen. Sehr gut. Dann komm gleich in den Vierfüßlerstand. Die Hände, die positionierst du direkt unter den Schultergelenken und die Knie unter der Hüfte. Die Unterschenkel, die sind parallel zueinander, ja, und fächer die Finger richtig gut auf, sodass du das ganze Gewicht gut verteilen kannst. Press jeden einzelnen Finger fest in die Matte hinein. Und dann fang erstmal an, zweimal die Wirbelsäule zu mobilisieren mit dem Cat Stretch. Das heißt, du fängst vom Lendenwirbelsäulenbereich an,
in die Rundung zu kommen mit der Ausatmung. Atmest ein und kommst auch vom Lendenwirbelsäulenbereich beginnend wieder in deine neutrale Position. Noch einmal. Mit der Ausatmung fang an. Ja, erst von hier hinten die Bewegung einleiten, kommst du langsam zur Brustwirbelsäule und am Schluss die Halswirbelsäule. Bist ganz rund und dann löst du wieder auf. Sehr gut. Bleibe hier in der neutralen Position. Und mit der Ausatmung fängst du nun an, Arm und Bein über die Diagonale zu heben. Ja? Der Rücken bleibt ganz ruhig und stabil. Mit dem Einatmen senkst du Arm und Bein wieder ab. Ausatmen, die andere Seite. Und wieder nach unten. Du arbeitest im Wechsel mit deiner Atmung. Mit dem Ausatmen kommst du immer nach oben. Mit dem Einatmen wieder nach unten. Und du streckst dein Arm und dein Bein richtig schön in die Länge. Du ziehst den Arm nach vorne und schiebst das Bein nach hinten. Und dein Oberkörper bleibt ganz fest und ganz ruhig. Ja? Deine Körpermitte muss hier viel Stabilisierungsarbeit leisten. Gutes Training. Sehr gut. Jede Seite noch einmal. Und dann bleibst du im Vierfüßlerstand. Und jetzt stellst du deine Zehenspitzen hinten auf. Ziehst nochmal den Bauchnabel feste nach innen. Stabilisierst deinen Rücken. Und mit der nächsten Ausatmung hebst du deine Knie einen Zentimeter nur von der Matte ab. Mit dem Einatmen kommst du wieder nach unten. Gut. Achte darauf, wenn du nach oben kommst, dass du wirklich nur deine Beine bewegst. Ja, du kommst nicht nach vorne und nicht zurück, sondern du drückst nur die Knie ein bisschen weg von der Matte. Sehr schön. Bleib ganz stabil und auch aus den Schultern rausgedrückt. Ja, achte immer darauf, dass du hier nicht einsinkst, sondern dich immer wieder rausdrückst. Sehr gut. Noch einmal. Gut, dann komm ganz kurz zurück auf die Fersen, schüttel mal deine Hände aus. Kleine Pause für die Hände, weil es geht gleich nochmal weiter im Vierfüßlerstand. Ja, wieder in die Position bringen und dann nimmst du die Hände ein Stück weit nach innen gerichtet. Ja, und dann kannst du kleine Lady Push-Ups machen. Das heißt, mit der Ausatmung kommst du nach unten. Mit der Einatmung drückst du dich wieder nach oben. Wenn du möchtest, kannst du auch andersrum atmen. Ja, der Fokus im Pilates liegt immer auf der Ausatmung. Deswegen ist die Bewegung meistens ein wenig langsamer. Du kannst auch nach unten einatmen und mit dem Ausatmen nach oben drücken. Jetzt trainierst du auch die Brust mit, ja, wenn wir hier mit den Ellenbogen nach außen gehen. Wenn du die Hände eher gerade lässt und die Ellenbogen ganz, ganz nah am Körper lässt, ja, dann trainierst du mehr den Trizeps. Also auch hier kannst du variieren, wie du möchtest. Sehr gut. Der Rücken bleibt ganz neutral. Einmal noch. Und dann kommst du noch einmal in den Fersensitz. Ich drehe mich zu dir, damit du mich besser siehst. Und nimmst die Arme seitlich. Schiebst nochmal die Schultern nach unten, die Handflächen zeigen nach unten. Du bist ganz aufgerichtet, ganz lang in deiner Wirbelsäule. Du atmest ein, ziehst den Bauchnabel ganz fest nach innen. Und mit der Ausatmung hebst du die Arme nach oben und ziehst die Schulterblätter hinten zusammen. Atmest wieder ein. Gut. Also du spürst die Arbeit in den Schultern. Du ziehst die Schulterblätter ganz tief nach unten. Sehr gut. Und die Arme bleiben lang gestreckt.
Einmal noch langsam. Und dann lass deine Arme so ausgestreckt und fang jetzt an, ganz schnell zu pumpen. Du stabilisierst deinen Körper, indem du ganz fest den Bauchnabel wieder nach innen ziehst. Beckenboden ist angespannt und du machst hier nur so ganz kleine Pumpbewegungen. Und du spürst schon, wie jetzt langsam hier der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Vielleicht schwitzt du auch schon ein bisschen. Das ist gut. Und pump noch für 2 Atemzüge. Und noch einmal. Sehr gut. Und wieder lösen. Kreis deine Schultern. Entspannen sie gleich ein wenig. Wunderbar. Sehr gut. Dann haben wir auch schon die Arme und die Schultern trainiert. Und es geht weiter mit Po und Beinen. Wir kommen wieder in den Vierfüßlerstand. Und du bringst wieder die Hände unter deine Schultern, die Knie unter dein Becken. Dein Rücken ist wieder in der neutralen Position, dein Becken auch. Und dann atmest du nochmal vorbereitend durch die Nase ein. Und mit der Ausatmung löst du ein Bein von der Matte und schiebst es nach hinten so, dass der rechte Winkel in deinem Knie trotzdem bestehen bleibt. Du flexst den Fuß, ziehst die Fußspitzen zu dir heran und dann schiebst du den Fuß nach oben Richtung Decke mit der Ausatmung. Einatmen, lösen. Sehr gut. Na? Achte darauf, dass der Rücken ganz stabil bleibt, dass du dich wirklich hier nur aus dem Hüftbeuger raus bewegst. Und spür deinen Po. Sehr gut. Achte auf den rechten Winkel im Knie. Der Fuß bleibt geflext und du drückst dich die ganze Zeit schön hier richtig schön aus den Schultern heraus. Aktiv und laut hörbar durch den Mund ausatmen. Noch einmal, dann komm wieder langsam zurück. Du schwebst weiterhin über dem Boden, kannst jetzt den Fuß wieder pointen, Zehenspitzen ausstrecken und dann öffnest du seitlich mit der Ausatmung. Na gut, musst nicht so weit öffnen, es reicht gerade bis hier über den Rand von der Matte oder weniger. Wichtig ist auf alle Fälle, dass du hier dein Becken nicht mitbewegst, dass die Bewegung wirklich hier nur bei ganz stabilem Rücken erfolgt. Sehr gut. Noch 2 Wiederholungen für diese Seite und dann wechseln wir noch die Seite. Das Knie wieder abstellen, gerne mal kurz ein bisschen Schultern lockern, dann wieder die neutrale Position finden. Und das andere Bein lösen, nach oben schieben, Knie schiebt nach oben, Fuß schiebt nach oben, rechter Winkel im Knie. Darauf achten, dass der bleibt. Und dann mit der Ausatmung schieb deinen ganzen Fuß nach oben. Ja, stell dir vor, du drückst so eine Feder nach oben zusammen. Richtig kraftvoll, mit Power. Sehr gut. Atem durch die Nase ein, durch den Mund aus. Der Bauchnabel ist ganz, ganz fest nach innen gezogen. Und du stützt durch diese Muskulatur deine Wirbelsäule. Noch 2-mal. Und dann komm wieder zurück. Schweb wieder mit dem Unterschenkel über der Matte, Fuß gepointet. Und dann öffnest du zur Seite. Gut. Achte wieder auf dein stabiles Becken, dass es ganz ruhig bleibt, sich nicht mitbewegt. Nur dein Unterschenkel, dein Knie bewegt sich nach außen. Sehr gut. Noch 2-mal. Ein letztes Mal. Und dann löse. Und komm noch in die Seitlage. Wir machen noch eine Übung für die Beine. Du kannst dich entweder ganz auf deinen Arm ablegen, du kannst auch gerne deinen Kopf stützen oder, wenn du möchtest, in den Unterarmstütz gehen. Das ist schon ein bisschen fortgeschrittener.
Also das bitte nur machen, wenn man den Oberkörper auch schon aufgerichtet halten kann. Ansonsten einfach den Kopf auf dem Arm ablegen. Die Schulter, die ziehst du zu deinem Po heran, dass die Taille sich vom Boden löst. Und die Knie sind leicht nach vorne angezogen und die Füße sind in der Verlängerung zum Po. Also Kopf, Po und Füße sind eine Linie. Die Füße bleiben übereinander. Und mit dem Ausatmen öffnest du die Knie, mit dem Einatmen bringst du sie wieder zusammen. Das ist die Muschel, sie öffnet sich und schließt sich wieder. Sehr gut. Trainiert die gesamte äußere Muskulatur hier an Beinen und Po. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Bauchnabel feste nach innen ziehen. Und dann mach noch eine Wiederholung und dann streck dein Bein aus, flex den Fuß und mit der Ausatmung kommst du nach vorne, hebst und senkst dein Bein und dann mit der Einatmung wieder zurück. Sehr gut, ja? Achte wieder darauf, dass dein Becken ganz ruhig und stabil bleibt. Du hast hier fast alle Bewegungsabläufe des Beines integriert. Du bewegst dich nach vorne, nach oben, nach unten und zurück. Ja? Trainierst dein komplettes Bein. Sehr gut. Und noch einmal. Und dann löse den ganz kurz deinen Oberschenkel. Bevor du dann noch die andere Seite machst. Leg dich wieder der Länge nach ab. Zieh wieder die Schulter ein Stückchen heran, sodass sich die Taille löst. Der Kopf ist ganz bequem auf dem unteren Arm abgelegt und die Füße sind in Verlängerung vom Po. Die Knie zeigen nach vorne. Und dann öffnest du wieder mit dem Ausatmen und schließt mit dem Einatmen dein Becken. Bleib die ganze Zeit ganz stabil und ruhig. Sehr gut. Und halte die Spannung in der Körpermitte. Sobald du merkst, dass du hier langsam so ein bisschen tiefer sinkst, wieder nach oben ziehen. Du kannst auch gerne so ein bisschen raufziehen. Sehr gut. Und Bauchnabel bleibt nach innen gezogen. Beckenboden ist angespannt. Und du atmest durch die Nase ein und durch den Mund aus. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Und jetzt streckst du wieder dein Bein ganz lang aus, flexst den Fuß, ziehst die Fußspitzen zu dir heran. Und mit der Ausatmung kommst du nach vorne, hebst und senkst dein Bein, mit dem Einatmen wieder zurück. Sehr gut. Wenn es dir zu wackelig ist, du kannst immer deine Hand hier vorne als Hilfe nehmen für die Balance. Ja, stütz dich hier einfach ein bisschen ab. Sehr gut. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Wunderbar. Dann dehn auch hier deinen Oberschenkel gleich. Und du hast es auch schon geschafft. Ganze Körper trainiert in nur 20 Minuten. Leg dich noch auf den Rücken ab und zieh ein Bein zu dir heran. Wenn du es nicht ganz ausstrecken kannst, kein Problem. Geht um die Dehnung der Oberschenkelrückseite. Also versuch so weit als möglich dein Bein zu strecken und zu dir zu ziehen. Halte kurz für einen Moment, bevor du dann das Bein wechselst. Sehr gut. Und dann stell mal hier den Knöchel auf dem anderen Knie ab und zieh den Oberschenkel zu dir heran, dass auch der Po ein bisschen gedehnt wird. Und dann wechsle noch. Sehr gut. Komm mit Schwung nach oben. Kreis nochmal deine
deine Handgelenke in die eine und in die andere Richtung. Nochmal deine Schultern kreisen. Sehr gut. Und dann greife nochmal die Finger ineinander und schieb die Hände weg und mach dich ganz rund. Komm wieder zurück. Und dann hast du es auch schon geschafft. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen und ich freue mich sehr auf nächstes Mal. Ciao!